Und im Studio ist jetzt Professor Andreas Dittmann von der Universität Gießen, Geograf und ausgewiesener Kenner, Experte für die Region. Ja, wir haben es eben im Beitrag gehört, das ist das Problematische an der Syrienhilfe. Einerseits leiden die Menschen, andererseits will man das Assad-Regime nicht unterstützen. Wie kann es gelingen, den Menschen zu helfen, also das eine zu tun, ohne das andere? Ja, das ist in der Tat sehr schwierig, denn das Einfachere in der Gesamtsituation der 10-jährigen Tragödie ist das Helfen derjenigen, die als Flüchtlinge entweder schon im Libanon sind oder in der Türkei sind. Das ist ja ein erheblicher Teil, 3,5 Millionen etwa in der Türkei, 1,1 Millionen im Libanon, das etwa einem Viertel der Gesamtbevölkerung entspricht. Aber es gibt ja darüber hinaus die Zielgruppe, der sehr viel schwieriger zu helfen ist, diejenigen, die noch im Lande sind. Und dort muss man dann unterscheiden zwischen der Katastrophenhilfe, also Hunger bekämpfen, Unterkunft sichern, und eine Aufbauhilfe. Und eine Aufbauhilfe ist genau das, was dem Regime auch helfen würde, zustatten käme, beziehungsweise an bestimmten Verantwortlichkeiten das Regime da nicht mehr beteiligt, es da aus der Verantwortung entlässt. Und das will man nicht, da die wesentlichen Akteure im Land ja Syrien, das Regime Assad und Russland sind. Und wenn, dann wäre es deren Aufgabe, nur denen fehlt es auch sowohl an den Mitteln als auch am Willen dazu. Welche Effekte können denn die Gelder, es ist ja doch eine große Summe, dann zusammengekommen, für die Menschen dann vor Ort haben? Wie kann man sich das konkret vorstellen? Kommt das überhaupt an? Wie würde eine Logistik da funktionieren? Also die Logistik funktioniert ja schon weitgehend sogar ziemlich gut im Süden der Türkei. Da würde das Ganze so wohl also in Schulausbildung fließen, also in Schaffen von Arbeitsplätzen. Und es ist noch eine direkte Katastrophen-Nothilfesituation in weiten Teilen im Libanon. Aber innerhalb des Landes Syrien selbst geht es um NGOs, denen das Helfen, das humanitäre Helfen zunächst im Vordergrund steht und wo es noch nicht mit einer politischen Kollaboration verbunden werden kann. Das können NGOs besser, als das Regierungen oder Regierungsorganisationen könnten. Also da verlässt man sich dann tatsächlich auf die Kompetenz vor Ort. Deutschland hat auch eine große Summe gegeben, 1,74 Milliarden Euro hat Heiko Maas für die Bundesregierung heute zugesagt. Was denken Sie, spielen da auch Sorgen über weitere potenzielle Flüchtlingsströme aus Syrien eine Rolle? Einerseits sicher auch, andererseits ist Syrien für Deutschland nicht nur irgendein Land, sondern Deutschland hat sich für Syrien in Syrien, aber auch für geflüchtete Syrer immer ganz besonders engagiert. Und wie viel von den 1,7 Milliarden tatsächlich dann innerhalb Syriens in der humanitären Nothilfe investiert werden oder in der Aufbauhilfe für geflüchtete Syrerinnen und Syrer im Libanon oder in der Türkei, das ist ja mit der Zahl noch nicht benannt. Also das heißt ja nicht 1,7 Milliarden trotz aller Bedenken als Hilfe für auch das Regime und die Bevölkerung nach Syrien, sondern für Syrer, die geflüchtet sind, in die Nachbarländer vor allem. Unter der neuen US-Regierung, denken Sie, könnte die Syrienhilfe jetzt noch mal einen neuen Akzent bekommen? Es ist ja nun unbestritten lang, viel zu lang natürlich für die Menschen vor Ort. Wie wird sich das verändern oder wird sich das verändern? Wie schätzen Sie das ein? Ja, nur in kleinen Nuancen. Also in der großen Politik ist nichts mehr im Moment zu bewegen zwischen Russland und den USA in Bezug auf Syrien oder auch mit einem ins Gespräch kommen mit der syrischen Regierung. Aber die früheren Verbündeten, die ja von Trump mehr oder weniger verraten wurden, die könnten jetzt, also die Kurden in Nordostsyrien, mit denen könnte eine weitere Zusammenarbeit vereinbart werden, auf kleiner Basis. Aber eine insgesamt Vereinbarung zwischen Russland und den USA in Bezug auf die Syrienpolitik, die ist im Moment noch in weiter Ferne. Da ist es auch unerheblich, wer gerade Präsident in den USA ist. Das ändert nichts an der Grundlinie der vielen Fehler, die der Westen in Syrien gemacht hat. Also heute ist Russland in Syrien stärker, als es jemals war. Und das lässt auch ein neuer Präsident in den USA nicht einfach zurückdrehen. Keine besonders optimistischen Nachrichten von Ihnen. Vielen Dank, Professor Dittmann, für Ihre Einschätzungen. Liebe